Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Ich bin ein bisschen spät dran, deswegen müssen wir jetzt erstmal nachdekorieren. Und ja, wie ihr seht, habe ich ja letzten Sonntag gearbeitet und dann ist das irgendwie mit der Deko so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Aber dafür darf ich dann heute zwei machen. So, wo legen wir denn? Ah, legen wir den mal hier vorne drauf. Also, die Woche war eigentlich super toll, bis auf meine Deko-Faulheit. Aber ich habe einen kleinen Hamster adoptiert und ja, damit habe ich mich dann jetzt so die letzten zwei Tage beschäftigt, deswegen bin ich irgendwie nicht vorangekommen. So, ich habe hier diese lustigen Muster-Tapes gefunden in einem Laden namens Elise, der ist bei uns in Frankfurt. In der Maizeil im zweiten Stock. Nur mal so als grobe Richtungsangabe. Und da gibt es immer so ganz coole Sachen, die ein bisschen außergewöhnlicher sind. Und ich stehe eigentlich so ein bisschen auf diese Oma-Muster. Was sind das für Teile? Also viel mit Blumen. Ups, und habe auch ein bisschen was so zu dem Thema angesammelt. Also ich glaube, diese hier und diese hier gehen so ein bisschen in die Richtung. Und die jetzt erstmal farblich auf jeden Fall noch nicht. Und dann habe ich auch noch hier diese Sticky Notes. Und das möchte ich heute alles irgendwie benutzen. Also vielleicht nicht alles, aber einiges. Und ja, ich glaube, wir fangen mal mit den beiden hier an. Und da würde ich gerne, leinen wir die mal hier so auf, einmal hier das Helle benutzen. Wenn ich bei diesem ganzen Muster irgendwie den Anfang finden kann. Ah, hier. So. Oh. Geschafft. Erinnert mich auch echt total an so eine Fliesenwand oder so. So. Na, machen wir es erstmal auf 1. Möglichst gerade. Und dann. Ein Albtraum. So, dann kommt das hier rüber. Und dann würde ich das Ganze gerne noch mit diesem wunderschönen, also das finde ich wirklich schön, Rosenblumentape überdecken so ein bisschen. Also wieder schichten. So, einmal. So. Und einmal. So. Tada. Dann kommt, glaube ich, einfach hier dieses gemusterte, kachelartige Sticky Note zum Einsatz. Oder ein bisschen weiter runter. Und dann habe ich hier noch, oh Gott, der ist sehr groß, einen wirklich großen Stickerbogen von Simple Stories. So Fancy heißt das Ding, oder ja. Fundamental Cardstock Stickers, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich das bei Scrobby bestellt. Und da ist ja auch wahnsinnig viel mit diesem Blumenmuster drauf. Ich hoffe, ich kriege vielleicht sogar diesen Smile Sticker irgendwo unter. Machen wir uns den schon mal ab. Aber der ist wirklich sehr, sehr groß. Aber es wäre cool, also ich behaupte jetzt einfach mal, es wäre cool, wenn man das hier vielleicht so an der Seite irgendwie hoch machen könnte. So seitlich. Wäre das cool? Ich sage, das ist cool. So, jetzt lass mich mal los. Dann legen wir den Sticker erstmal dahin und kleben dieses Sticky Note fest. Das Sticky Note habe ich bei uns im Hugendubel gekauft. Feine Papeterie Koppenrad. Steht da drauf. So. Das habe ich eigentlich auch hauptsächlich mit diesem großen hier mitgenommen. Weil mich das schon so ein bisschen an so eine, ja, Porzellantasse erinnert hat. Ja, fertig. Mehr gibt es auch nicht zu erzählen. Und dann machen wir das Smile einfach mal hier hoch. Mal was anderes. Horizontal. So, dann sind hier aber echt noch viele richtig coole Sticker drauf, sehe ich gerade. Aber wir machen erstmal weiter mit dem Rest.
Und da gucken wir mal. Also ich habe jetzt hier noch, hier ist auch so schön viel Gelb drin, weil da ist Gelb drin, hier ist jetzt noch gar kein Gelb. Das sollten wir vielleicht irgendwie unterbringen. Also, ups, ja, ich wollte es anreißen, aber nicht so. So. Dieses Tape ist übrigens ein MT-Tape. Und das kennt ihr schon aus meiner Schneewittchen-Deko war das. So, und dann vielleicht ein bisschen von dem Roten hier drüber. Oh Gott, ich bin so schlecht im Reißen manchmal. Aber es geht. So, dann würde ich hier oben auch noch gern was verbauen. Also das jetzt eher nicht. Vielleicht dieses hier. Das habe ich auf jeden Fall irgendwo bestellt. Also könnte ich das bestellt haben? Irgendwo. Punkt. Stellt auch nicht immer so viele Fragen. Ja, vielleicht so der Wander oder sowas. Ja. Hier so ein bisschen drauf. Dann nehmen wir einfach nochmal hier dieses karierte, wobei das ja gar nicht so mehr so sehr mein Ding ist. Ich glaube, die Nicole mag dieses Muster gerne. Dieses Muster hat auch einen Namen, aber ich habe ihn vergessen. Das ist einfach nur Karo oder hat der heißt mein Erinnerungsvermögen ist manchmal auch traurig. So, dann nehme ich, glaube ich, nochmal das hier. Wenn ich den Anfang finde. Was habe ich denn heute für Probleme, ey? So. Oh yeah. Tada. Dann so weit, so gut. Da. Ups, kommt her, ihr Sticker. Das Teil finde ich eigentlich auch noch super geil. Aber das ist ganz schön groß. Kommt das hier irgendwo hin? Hier ist viel zu groß. Oder ich mache das hier so drauf. Ich meine, Donnerstag habe ich eigentlich eh nichts gemacht. Freitag habe ich auch nichts gemacht, fällt mir gerade ein. Ich habe nämlich ein bisschen Urlaub genommen wegen meiner super ätzenden Erkältung. Aber wie ihr jetzt hört, ist sie weg. So. So. Also, eins, zwei. Oh Gott. Das finde ich sehr erträglich. So. Dann lassen wir das doch hier gerade zusammenkleben. Und gucken mal. Also Montag habe ich ganz normal gearbeitet. Dann, ach, kommt doch einfach mal beide raus. So. Passt nichts von. Nö, 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 nö. Ist alles nicht. Vielleicht hier so eine Blume. Ups. Da. Lassen wir das mal auf. Das hat Potenzial. Also Montag. Normal gearbeitet. Dann machen wir das zu Dienstag. Oh, Dienstag war ich aber in der Berufsschule. Da kann ich das nicht hinkleben. Also machen wir es hier hin. So. Und dann Dienstag war ich in der Berufsschule und habe unterrichtet. So. Schreibe ich da jetzt einfach Berufsschule hin? Ja.
So, dann habe ich mir hier noch diese komischen Blumen rausgesucht. Oder ich nehme hier so einen Mensch mit so Blumen. Die hat ja eigentlich doch schön viel dunkelblau. Das ist eigentlich auch so ein Washi-Tape. Aber ich glaube, das passt ganz gut hier. Tada! Ja. Dann Mittwoch habe ich ganz normal gearbeitet. Da kommt dann noch ein ganz normaler Sticker hin. Ist ja auch schon gut voll hier. Donnerstag hatte ich dann frei. Da musste ich aber meine Eltern zum Flughafen fahren. Habe ich einen Flughafen? Oder habe ich ein Flugzeug hier schon zufälligerweise? Nö. Also her mit den Stempeln. Da ist er auch schon. So, das heißt, wir stempeln uns jetzt ein Bellies-Stempel-Flugzeug rein. Denn ich bin eine gute Tochter und habe meine Eltern dorthin gebracht und bin direkt danach weiter, um meinen Hamster abzuholen. So, nicht die Ränder. Ganz sanft. Ja, gut genug. Ups. Dann war das um 14.30 Uhr. Und ja, um 16 Uhr habe ich meinen Hamster geholt. Leider schlafen wir gerade noch ein bisschen. So, Samstag habe ich wieder ganz normal gearbeitet. Ganz unspannend. Mal hier den. Ich will noch irgendwas dazu kleben. Also ich habe das Gefühl, alle Sticker auf diesem Bogen sind wahnsinnig groß. Groß, groß, groß. Mal hier. Also, ich habe gearbeitet. Den machen wir da hin. So, Sonntag, das ist jetzt. Da habe ich im Prinzip auch noch nicht viel geleistet, außer rumhängen, schlafen. Und dann machen wir jetzt endlich mal wieder ein bisschen YouTube. Kommt ein YouTube-Sticker rein. Ich habe mich tatsächlich mal drum gekümmert, weil ich ja bald die 5000 Abonnenten habe, dass es so eine Art Abonnenten-Special geben wird. Und ja, ich bin begeistert. Ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der irgendwie was für uns spenden möchte, dass ich dann verlosen darf und ich freue mich. Ich hasse sowas eigentlich, also irgendwie jemanden zu fragen, so hey, willst du mir was zur Verfügung stellen? Weil das klingt halt auch immer so ein bisschen blöde. Als würde man irgendwie schnorren wollen, aber naja. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall. So. So ist das doch schöner. Dann schneide ich das mal alles ab. So sieht es dann jetzt aus. Ich finde es gar nicht so verkehrt. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob wir hier nicht einfach auch noch mal ein Stückchen gerissenes Tape hinkleben sollen. Sieht doch bestimmt nicht so schlecht aus. So, so. Also wie gesagt, diese Woche ist ein Hamster bei mir eingezogen. Das war, ich habe zum ersten Mal auf die Idee gekommen, bin ich, als ich ausgezogen bin nach Marburg, um da zu studieren. Und quasi alleine gewohnt habe. So ohne Haustier, ohne irgendjemanden. Und dann ja, habe ich es aber nicht gemacht, weil ich ja dann übers Wochenende doch relativ oft zu Hause war und ich wollte den ja dann auch nicht alleine lassen, also habe ich dann kein Haustier adoptiert. Und jetzt ist im Sommer ja unser Hund gestorben und jetzt haben wir überhaupt kein Haustier mehr und so ganz ohne kleines Schluff ist es auch blöd.
Und ja, dann habe ich meinem Freund geschrieben, darf ich einen Hamster haben? Und der nur so, warum willst du denn einen Hamster? Hamster sind ja schon relativ klein und ich glaube, für ihn fängt ein richtiges Haustier erst so ab Golden Retriever Größe an. Und ja, dann musste er arbeiten und war über Nacht weg. Und als er am nächsten Tag wieder kam, war der Hamster schon mit seinem Käfig eingezogen. Und er hat so ein bisschen geguckt wie ein Auto und meinte so, was passiert nur, wenn er mal 2 Wochen weg ist. Und ja, dann war er gestern ganz alleine hier den ganzen Tag. Und als ich dann wieder kam, hat er sich schon mit dem Hamster angefreundet. Der Hamster geht eher zu ihm als zu mir, was ich ein bisschen beleidigend finde. Naja, aber ich habe ja noch Zeit. Und Hamster sind ja dämmerungsaktiv, das heißt, er ist abends wach und morgens früh. Das heißt, wenn ich mich morgens für die Arbeit fertig mache und schminke, sitzt er quasi immer neben mir und ich rede mit ihm. Und ich hoffe, wenn ich lang genug mit ihm rede, wird er mich lieben. Mehr als Sören. So. Dann, da ist alles okay. So, was kann ich jetzt hier noch aufkleben? Mir fehlt irgendwie noch ein bisschen was. Also, ich habe hier nochmal so ein Smile. Ist ganz schön so gelb. Hier vielleicht. Und ja, ich glaube, das ist okay. Jetzt bin ich hier. Glücklich, ja. Das ist süß hier. Das gefällt mir echt gut. Ja, dann behaupte ich jetzt, die Woche ist einfach fertig. Und dann kommt er zurück in den Planer. Tada! Ich habe sogar dran gedacht, alle Löcher frei zu machen. So, und fertig. Tschüss! Ja, da sind wir und mampfen jetzt unsere frische Mungobohne. Sag mal hallo, ja, Das ist ein ganz lieber Hamster. Ja, sag mal hallo. Alle haben sich so gefreut, dass du zu mir gekommen bist. Ich schwör's dir. Mampf, 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 mampf. Mampf, mampf, mampf. Bungo-Bohne. Mampf, mampf, mampf.